So, was haben wir das letzte Level noch hier hinten? Oh, Midnight Run. Nochmal ein Coco-Level. Das machen wir jetzt noch und dann muss ich pinkeln. Ich wusste eigentlich schon seit Level 8. Aber ich habe mir gedacht, ja, den Warp-Room. Das stimmt, Tiny kommt auch noch. Egal. Ich hatte auch nie eine Xbox. Wir waren damals ein PlayStation-Haushalt und irgendwie bin ich dabei geblieben. Der dritte Crash ist von den alten mein Lieblingsteil. Ich finde den zweiten am besten. Aber das ist... genau, das wäre eine ganz coole, coole Frage. Welcher Crash-Teil ist der erste, den du gezockt hast? War das auch Crash 3? Oder hattest du schon irgendeinen anderen vorher gezockt? Kopf habe ich alle gekriegt, ne? Die Musik aus dem Level bringt echt Erinnerungen. Leider, also mir gefällt die Musik auch. Also an sich, die Musik gefällt mir. Nur ich muss halt wieder sagen, dass die im Original, um Cold Mirror zu zitieren, um einiges mehr reinfickt. Hier ist der Edelstein, der Kristall auch so spät. Der dritte ist der erste, den ich damals gezockt hatte. Das ist so interessant. Ah. Wer war das vorhin, der das geschrieben hatte? Moment. Entweder war es... Ich glaube, das war Platin Pro LP. Oder The Zod. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Einer von den beiden hatte auch damals, hatte auch geschrieben... Ah, endlich jemanden, der den zweiten auch am besten findet. Und ich habe den zweiten. Der zweite Teil war mein erster Crash-Teil, den ich gespielt habe, und seiner war auch der zweite Teil. Jetzt müssten wir noch andere Leute fragen, welchen Teil sie am besten finden und welchen sie als erstes gezockt haben. Weil ich fände das voll interessant, wenn das dann immer der gleiche Teil ist. Und dann habe ich Zorn des Cortex auf GameCube gezockt. Das stimmt, das Level wirkt so langsam, wenn man das normal versucht, nicht als Zeitrelikt holt. Das ist echt so. Zorn des Cortex hatte ich mir damals mal ausgeliehen. Von einem Klassenkameraden. Ich habe... Dieses eine Level mit Coco, wo man vor so einer Flut weglaufen musste. Und dann gab es am Ende von dem Level noch so einen blauen Edelstein. Und dieses blaue Edelstein-Level, ich habe es gehasst. Du kannst einfach die gottverdammte Entfernung nicht abschätzen. Und ich bin, da musste man so über Schiffe springen. Es war so ätzend, ne? Ich habe auch den dritten als erstes gespielt, ist mein Lieblingsteil. Das ist so interessant! Mein erster Teil war genau genommen die spielbare Demo-Version von Crash 1, die bei der PS1 dabei war. War das auf der Demo 1? War die auf der Demo 1? Crash? Habe ich jemals eine Crash... Doch, ich habe mal eine Crash-Demo gespielt. Mein Hirn ist echt so scheiße. Es tut mir leid. Okay, jetzt reicht's aber. Das sind meine Kristalle. So, dann machen wir jetzt noch Dingo. Danach das Reittier-Level. Reich mir mal die Butter. Ich will Toast. Komm.
Push 1 Demo. Ich kann gerade leider nicht lesen, es tut mir leid. Ich liebe das auch, dass dieses Geräusch im Original, wenn diese Kristallfetzen nach unten knallen. Das ist, hat so viel Wumms, dieses Geräusch. Wow. Wieder da klingt so ungewohnt, wenn die andere so gewohnt. Egal. Bald hast du viel Schlimmeres vor dir. Und da hat er einen starken australischen Akzent beim Sprechen, kann man auf Deutsch halt schlecht umsetzen. Aber das macht auch Sinn, weil es halt ein Beuteltier ist und Beuteltiere nun zu, ich glaube, zu 90% oder alle Beuteltiere sogar auf der ganzen Welt kommen aus Australien. Deswegen macht das voll Sinn. Was erzählt ihr denn? Dingos sind keine Beuteltiere. Was erzähl ich für einen Scheiß? Dingos sind doch Wildhunde, oder? Also die kommen bestimmt auch aus Australien. So. Midnight Run. Gold Relic. Na, für zwei flauschige Beuteldachse habt ihr es aber weit gebracht. Ich bin Dr. Nefarious Troppy, Herr über die Zeit und Schöpfer der Zeitstrudelmaschine, die ihr vor euch seht. Uka Uka und Dr. Cortex haben mich geschickt, um diese Farce zu beenden. Ihr werdet mein Gebiet nicht mit den Kristallen verlassen. Das schwöre ich. Ich hatte gerade schon eingetippt, Dingos sind keine Beuteltiere. Da hast du es gesagt. Aber kommen die denn aus Australien? Das ist jetzt die andere Frage. War schon mal nicht so geil, weil wir werden wahrscheinlich sowieso noch sterben, deswegen können wir jetzt so noch mal schnell das Level ein bisschen kennenlernen. Ja, schön drüber gesprungen, das heißt, da muss ich den Speed rausnehmen. Ja, die kommen aus Australien. Ja, wenigstens etwas, was, wo ich recht hatte. So. Die hätten wir schon mal. Drüber gesprungen, schön. Immer wenn ich den Soundtrack von den Pova-Leveln höre, denke ich, mein Handy geht los. Hatte das Team lange als Weckton. Wieder dran vorbei. Ach, komm on! Eine der gefühlt drei nicht giftigen Arten, die dort unten heimisch sind. Wie kenne ich? Mein Klingelton ist heute noch die Crash 3 Musik. Ich muss mir auch nochmal irgendwie wieder einen vernünftigen Klingelton machen. Weiß man noch nicht welchen. Momentan habe ich von News Moment. Schon wieder drüber gesprungen. Zu kurz gesprungen.
dran vorbeigelaufen. Vorbeigesprungen. Drüber. Oh. Also wenn das Gold ist, dann weiß ich nicht. Okay, gut, ich habe nichts gesagt. Pressure heißt das Lied, glaube ich, von Muse. Das habe ich momentan als Klingelton. Und mein SMS-WhatsApp-Klingelton, wenn ich da eine Nachricht kriege, ist... ich nenne zwar das die Türklingel von Star Trek Voyager auf dem Schiff. Wenn da quasi jemand in den Raum rein will und quasi anklingelt, dieses Geräusch, das ist da mein Klingelton. Achso, jetzt haben wir hier ja schon alles, ne? Ich habe aber eigentlich noch Bock weiter zu zocken. Ich würde sagen, wir gehen schon mal in den nächsten Raum. Da wird es wahrscheinlich wieder ein Unterwasserlevel geben. Das ist, glaube ich, sogar das erste. Nee, Dynamite. Dann ist es die 12. Deep Trouble. Das machen wir. Da habe ich nämlich keinen Bock drauf. Weil ich hasse die Unterwasserlevel. Aber ich muss erstmal pinkeln gehen. Ah! Deswegen. Ja. Gehe ich jetzt pinkeln, dann hole ich mir noch was zu trinken. Und dann sehen wir uns direkt wieder.